Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Unterserie sozusagen innerhalb der Netzwerktechnik-Serie. Wir hatten uns jetzt schon mit Netzsicherheit beschäftigt, wir hatten uns schon mit der allgemeinen Netzwerktechnik beschäftigt und jetzt geht es tatsächlich darum, uns die Protokolle anzugucken, die wir alltäglich benutzen. Also klar, wir benutzen auch TCP alltäglich, aber es ist ein bisschen abstrakter, weil es ein paar Schichten tiefer liegt. Jetzt wollen wir fast mit dem Application Layer anfangen, beziehungsweise wir wollen damit anfangen. Und wir starten natürlich mit dem wohl berühmtesten Protokoll überhaupt, nämlich dem HTTP-Protokoll bzw. dem Hypertext Transfer Protocol. Und das Ding ist tatsächlich sehr, sehr viele Jahre das am meisten verbreitete Protokoll gewesen, ist heutzutage immer noch sehr, sehr weit verbreitet, denn jede Website benutzt das Ding im Endeffekt. Und heutzutage haben viele natürlich HTTPS, also Hypertext Transfer Protocol Secure. Aber das soll ein anderes Thema sein. So langsam wird einfach der Umschwung sozusagen gemacht, dass man auch HTTP verschlüsselt darstellen möchte. Okay, was wollen wir uns erstmal angucken? Also zunächst einmal, das Ganze läuft auf Port 80, wie wir hier oben in der Überschrift schon sehen, und zwar in einem TCP-Port. Und ja, wir wollen uns mal ganz kurz angucken, wie das eigentlich, also wie man so eine Adresse überhaupt bildet, zumindest offiziell. Zunächst einmal natürlich http://, das bedeutet, das ist das Protokoll, das wir benutzen wollen, damit unser Browser weiß, was wir genau benutzen wollen. Es geht auch ftp://, und so weiter, aber normalerweise macht man da einfach automatisch, also wenn man nichts eingibt, wird HTTP vorne dran automatisch ergänzt. Dann der Servername, also sowas wie www. Oder man kann es auch weglassen tatsächlich, wenn die Server eindeutig sind. Oder de.wikipedia.org oder sowas. Also da vorne dran dann im Endeffekt, welchen Server man auswählen möchte, falls es mehrere für eine Domain gibt. Dann den Domainname mit einem Punkt getrennt. Dann die Top-Level-Domain. Jetzt, was ist eine Top-Level-Domain? Hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal in der Serie jetzt. Zum Beispiel de, zum Beispiel org, zum Beispiel com, ja, also solche Dinge halt. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele neue Top-Level-Domains, zum Beispiel wie rocks oder sowas, oder game oder play. Das sind relativ interessante Top-Level-Domains, aber warum gibt es die? Naja, weil einfach die Domainnamen ausgegangen sind. Also es gibt einfach keine aussagekräftigen Domainnamen mehr. Die werden einfach alle oder sind einfach alle schon weg. Und deswegen hat man sich gedacht, Mensch, dann machen wir eben neue Domains, also neue Top-Level-Domains. Und die werden dann eben auch angeboten. Dann Doppelpunkt und den TCP-Port, auf den man gerne verfahren möchte, falls es nicht Port 80 ist. Das heißt, man muss dieses Doppelpunkt und 80 nicht angeben. Das wird automatisch angenommen, wenn wir HTTP benutzen. Bei HTTPS ist es automatisch 443, aber wir können auch jeden Port verwenden, falls wir zum Beispiel irgendwie Localhost oder sowas was hosten wollen. Verwendet man es relativ häufig zum Entwickeln, dass man da hinten dran einfach noch den Port angibt. Das muss man, wie gesagt, nicht machen, kann man aber machen. Und dann den Pfad zur Datei. Kurzes Beispiel hier, zum Beispiel meine Webseite. Diese Unterseite gibt es tatsächlich nicht. HTTP, Doppelpunkt, bei mir ist es immer HTTPS, das heißt, ihr werdet automatisch umgeleitet. /the-morpheus.de, Doppelpunkt, 80, kann man weglassen, weil es klar ist. /tuts/index.php gibt es allerdings in dem Fall nicht, aber tuts ist einfach der Pfad und index.php ist dann die Datei, die man sich angucken möchte. Ja, und wie gesagt, das Ganze läuft auf TCP. So, jetzt wollen wir erstmal uns ein paar Methoden angucken, die eben HTTP uns zur Verfügung stellt. Und so ist tatsächlich jedes Application Layer Protokoll eigentlich auch aufgebaut. Das heißt, man kann sich mit irgendwas oder irgendwie drauf verbinden. Man kann einfach direkte Textanfragen an den Server stellen und diese Textanfragen kommen dann wieder zurück. Das werden wir uns noch genauer in der Praxis angucken, wenn wir mit Wireshark anfangen. Das machen wir jetzt hier in diesem Teil nicht. Achtung, bitte hier, falls ihr irgendwie Praxis früher haben wollt oder sowas, dann könnt ihr euch auch meine Python-Tutorials angucken oder, keine Ahnung, meine Angular-Tutorials oder sowas. Da werden auch überall wirklich solche Anfragen an unseren Server gestellt und das sind dann auch solche HTTP bzw. HTTPS Anfragen und die funktionieren genau gleich. Wir werden das Ganze noch vertiefen mit Wireshark, das heißt, vertraut einfach drauf, dass die Praxis noch kommt. Okay, und zwar wollen wir jetzt erstmal diese Befehle uns mal kurz angucken. Der berühmteste und auch der Standardbefehl. So, das, meine Freunde, war mein Wecker. Sorry, sonst vergesse ich auch immer wieder verschiedene Dinge. Okay, GET-Befehle oder GET-Anfragen sind einfach der Standard. Das ist sozusagen, hey, Server, ich will sehen, was diese Datei sozusagen ist. Und der Server sagt dann, okay, ich mache alles für dich. Zum Beispiel werden dann auch PHP-Dateien vom Server interpretiert. Das heißt, sie werden direkt erstmal auf dem Server geführt
und dann ausgeliefert an den Client. Das heißt, ja, PHP wird durch einen GET-Befehl erstmal ausgeführt, aber das macht dann alles der Server. Der GET-Befehl an sich stellt einfach nur eine Anfrage für diese Datei eben dar und der Server liefert eben dann diese Datei. Das funktioniert aber mit allen Dateien und der Server muss wirklich speziell sagen, hey, diese Datei will ich interpretieren oder diese Datei will ich verweigern. Sonst kann man wirklich einfach alles anfragen. Also auch Bilddateien kann man anfragen, Filmdateien kann man anfragen oder man kann eben auch sensible Konfigurationsdateien oder sowas anfragen, wenn man es nicht vom Server her direkt blockiert. Das nur so als kleine Anmerkung hierbei. Dann geht es weiter. Post-Befehle sind das zweithäufigste, was wir so haben. Und zwar sind das einfach Daten, die als Key-Value-Pair an den Server geschickt werden. Das heißt, wir haben hier Post und dann zum Beispiel Username und dann der tatsächliche Username, also quasi der Key ist der Username und der eigentliche Wert ist der Name selber. Haben wir auch schon mehrfach in meinen HTML-Tutorials gemacht, werden wir jetzt wiederholen. Das ist so ziemlich der Standard, den man bei einem Formular zum Beispiel hat, wenn man irgendwelche Daten ausfüllt und die dann an den Server schickt. Ja, dann nächstes und jetzt gehen wir so ein bisschen in die eher unbekannteren Befehle hin und zwar ist das der Head. Das macht der Browser implizit. Das heißt, wir benutzen ja immer einen Browser, wenn wir eine Webseite angucken wollen. Und dieses Head macht der Browser, wenn er irgendwie auf eine Webseite drauf möchte. Der schickt dann erstmal einen Head-Befehl, guckt sich dann den Header an und vergleicht das mit dem Cache, den er noch hat. Und wenn er diesen Header in seinem Cache findet, dann weiß er, ah, okay, ich kann die Datei aus meinem Cache anzeigen und kann mir sozusagen die volle Anfrage an den Server sparen und spare dadurch im Endeffekt Zeit. Und das ist ein ziemlich cooler Trick, dass man hier einen extra Befehl dafür hat, denn dadurch kommt natürlich auch nicht so viel mit. Weil, GET-Befehle können natürlich oder enthalten natürlich erstmal die komplette Website, das ist nicht so allzu viel Daten, aber es enthält halt auch eben die ganzen JavaScripte, die Bilder und so weiter und so fort, die CSS-Style-Sheets und alles drum und dran und das dauert natürlich seine Zeit. Und wenn es eine PHP-Seite ist, dann muss der Server das ganze Ding auch noch interpretieren. Das heißt, ja, das dauert alles seine Zeit. Während die Head-Anfrage an sich relativ schnell geht, da sagt er einfach nur, schick mir den Header davon und dann schaut man sich eben kurz den Header an, vergleicht mit dem Cache und dann ist das ganze Ding schon da. So, nächster Befehl ist Put. Put ist relativ interessant, damit kann man nämlich Ressourcen an Webservers am Webserver schicken. Das heißt, sowas wie eben Dateien können damit übertragen werden. Dann haben wir Patch. Damit kann man einzelne Dokumente ändern. Das heißt, man kann dem Server sagen, hey, ich möchte folgendes Dokument. Man muss natürlich das Dokument in diesem Befehl noch angeben. Werden wir uns auch noch angucken. Wie gesagt, Wireshark, ganz große Serie. Gut, man kann damit einfach dieses Dokument ersetzen, sozusagen. Nicht ersetzen, einfach verändern, ohne das komplette Dokument zu ersetzen. Deswegen eben hier Patch und nicht mehr Put. Wenn wir es komplett ersetzen wollen, können wir auch einfach einen Put verwenden. Denn wenn eben diese Ressource am Webserver schon existiert, dann kann man auch einfach sagen, löschen und neu drauf machen, damit wir eben keine Duplikate oder sowas haben, damit die Namen immer noch eindeutig sind. Also im Endeffekt, wie wenn wir eine Datei kopieren. Okay, dann gibt es natürlich Delete, das löscht einfach eine Ressource auf dem Server. Achtung, da würde ich dann immer irgendwie eine Authentifikation oder sowas vorschalten. Auch bei Put und Patch ist relativ wichtig, dass man irgendwie Username oder sowas angeben muss, sonst kann einfach jeder alles löschen. Aber wie gesagt, Put und alle folgenden Befehle werden zum Großteil von den Standard-Webservern, also Nginx oder sowas, nicht mehr per Default eingesetzt. Also das heißt, die werden einfach nicht mehr so ohne weiteres verwendet, sondern man muss wirklich konfigurieren, dass man die auch akzeptieren möchte, diese Befehle. Denn, ja, wie gesagt, lösche Ressource auf Server, das ist schon ein bisschen, kritisch, sage ich jetzt mal. Trace zeigt wie eine die Anfrage exakt so, wie sie auf dem Server ankommt. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Anfrage an den Server schicke und danach einen Trace mache, dann kann ich mir genau angucken, was da auch wirklich beim Server angekommen ist. Warum ist das hilfreich? Dadurch kann ich zum Beispiel rausfinden, ob zum Beispiel irgendwelche Requests oder sowas verändert wurden auf dem Weg zum Server. Sprich, ob ich gerade zum Beispiel angegriffen werde. Das ist relativ nützlich eben dafür. Aber ansonsten eigentlich nicht wirklich. So, dann die Options. Das listet alle vom Server unterstützten Operationen auf. Das heißt, sowas wie eben Get und Post werden unterstützt. Head, Put, Patch, Delete, Trace werden nicht unterstützt.
Sowas zum Beispiel. Wichtig hierbei auch, ihr könnt das Ganze in meiner Flask-Tutorial-Reihe auch selber mal ein bisschen ausprobieren. Da könnt ihr nämlich auch selber sagen, welche Methoden denn jetzt eigentlich unterstützt werden sollen. Wir haben in der Serie zwar immer nur Get und Post benutzt, weil das einfach auch die Standarddinger sind, aber ihr könnt jederzeit auch Head, Put, Patch, Delete, Trace und so weiter verwenden. Ja, und als allerletztes ist Connect. Das ist für Proxys, die einen SSL-Tunnel anbieten, zu einem weiteren Server eben. Das heißt, ihr könnt auch über HTTP einen Proxy aufmachen und dann eben einen SSL-Tunnel zu eben was anderem aufbauen. Genau. Und ja, das sind auch eigentlich schon die wichtigsten Methoden erstmal. Wir wollen uns natürlich das Ganze nächstes Mal noch ein bisschen genauer anschauen. Versucht euch einfach nur ein paar von diesen Sachen zu merken. Get und Post sind die allerwichtigsten. Head vielleicht noch und die anderen sind eigentlich relativ unwichtig. Die weiß ich auch nicht auswendig, keine Sorge. Und ja, dann war es das von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.